Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute einfach mal in RAW alle Strecken im Aachener Bikepark am Dreiländereck. Fast ohne Schnitt. Am Eingang habt ihr einen Streckenplan, auf dem ist die sogenannte Flugschule noch nicht drauf. Sonst ist er aktuell. Ansonsten findet ihr dort die Bikeparkregeln und weitere Infos. Alles weitere zur Vereinsmitgliedschaft und Tagestickets findet ihr auf der Homepage. Die ist unter dem Video verlinkt. Der Bereich oben lädt zum Chillen ein. Es gibt einige Bikeständer und gleichzeitig Sitzgelegenheiten. Außerdem noch die Wippe und natürlich den Startturm, von dem alle Strecken losgehen. Ihr könnt von ganz oben, der Mitte oder auch einfach von unten ohne Rampe in die Strecken starten. Nach rechts geht's auf Pflugschule, Korkenzieher, Klappergasse, Klenkes und Walschrad. Nach links bisher nur auf den Kavenzmann. Die Jumpline Schanz ist zum Zeitpunkt des Videos noch im Bau und daher nicht mit drin. Falls das klappt, kommt die in einem extra Video. Wir starten auf der blauen Pflugschule. An der Stelle rechts halten, um auf die Flugschule zu kommen. Geradeaus geht es weiter auf den Korkenzieher. Die Drops sind alle relativ klein, die meisten ließen sich mit erwachsenen Trailbikes auch noch abrollen. Wenn ihr euch beim Droppen unsicher seid, checkt das am besten vorher, indem ihr euer Rad mal drüber schiebt. Die Tables kommen recht schnell hintereinander. Achtet drauf, vor allem auf den ersten kleinen nicht zu schnell zu fahren, sodass ihr sauber in die Landung kommt, um noch Schwung für die nächsten beiden zu haben. An diesem Tor enden alle Strecken des Parks. Nach rechts geht es wieder hoch zum Start. Der ebenfalls blaue Waldschrat ist ein natürlicher Single Trail mit etwas Geröll, ein paar Wurzeln und ein paar kleinen Stufen. Aber auch hier ist alles überrollbar. Um darauf zu kommen, nach rechts starten und die erste links. Dann wieder links halten. Der Korkenzieher ist auch eine blaue Strecke mit wahlweise roten Elementen. Die ist etwas schneller und flowiger. Alternativ geht es hier über einen kleinen, gut gebauten Drop. Hier könnt ihr auch über den Whale-Tail fahren. Dafür die Kurve am Ende etwas nach innen ziehen. Wenn es trocken ist und ihr den Anlieger sauber fahrt, braucht ihr nicht mehr treten. Der Stepper beim Ende auf die Funbox sieht einigermaßen groß und steil aus, lässt sich aber super fahren.
Wenn ihr vorher den Anleger sauber fahrt und nicht mehr bremst, reicht der Schwung auch ohne Treten aus. Vorher gibt es diese kleine Bodenwelle. Wenn ihr da sicher drüber springt, ist das ein gutes Indiz für den passenden Speed. Der Klenkes ist eine rote Strecke, da er sehr technisch ist und zu einem großen Teil aus wirklich engen Spitzkernen besteht. Es gibt aber keine Sprünge oder Gaps. First try. Hatte schon extra einen leichteren Gang, aber ich war nicht ganz darauf vorbereitet. Aber man fällt weich. Ja, ich bin die Strecke ganz selten und lange nicht mehr gefahren, dass ich jedoch etwas schneiden musste. Ein mittelschwerer Gang empfiehlt sich, damit ihr nochmal treten könnt, bevor es auf das Skinny geht. Und nicht wie ich einfach oben stehen bleibt und ins Gemüse fallt. Am Ende davon geht es kurz, sehr steil runter. Es lässt sich aber gut rollen, wenn man den Schwerpunkt weit hinten hat. Die Spitzkernen sind sehr eng und nicht ohne Umsetzen rollbar. Das lässt sich hier gut üben. Am Steinfeld kenne ich nur diese eine rollbare Linie auf der linken Seite. Ob man weiter rechts auch fahren kann, weiß ich nicht. Vielleicht geht's auch nur mit Trial-Technik. Die Klappergasse ist eine rote, grobe und schnellere Strecke. Es gibt ein sehr steiles Stück und unten wahlweise ein Gap. Das Stück ist sehr steil, lässt sich aber rollen. Hier noch die alternative Linie ohne North Shore und Gap. Der rote Kavenzmann ist eine schnelle Freeride-Line mit Drop-Batterie, Warride und Tables. Man kann aber alles überrollen, insofern man den ganz rechten Drop nimmt. Thank you.
Wallride sieht groß aus, da er aber recht flach ist, ist er relativ einfach zu fahren. Der Table ganz am Ende ist einigermaßen groß, mit so schätzungsweise 6 Metern. Der Absprung ist recht kurz für Speed und Höhe, sodass er ganz schön kickt. Seid darauf vorbereitet. Wenn ihr oben aus der Kurve mit Schwung kommt und sauber über den ersten springt, reicht der Speed auch ohne Treten aus. Aktives Abspringen empfiehlt sich. Oh Mann. Ich hoffe, ihr habt Lust auf die Strecken und den Park bekommen. Man kann hier sehr viel Spaß haben und es ist für alle was dabei. Schaut auf jeden Fall auf der Homepage vorbei und dann sehen wir uns vielleicht schon bald mal dort. Macht's gut. Am Ende. Hier ist einfach.